Leute, I'm back und willkommen zu meinem Video. Heute geht's um Muttertag, wie ihr sehr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen habt. Und zwar werden wir ein Frühstück vorbereiten. Und der Grund, warum ich heute schon anfange, ist, weil ich schon gerade ein paar Sachen besorgt habe, die ich euch jetzt zeigen werde. Und den Rest kann ich halt leider erst morgen kaufen, weil Mama halt eben nicht sehen darf, was im Kühlschrank ist. Auf jeden Fall hoffe ich, es gefällt euch und wusch. Ich habe einmal Tomaten gekauft. Dann habe ich schon mal Äpfel gekauft. Und Kiwis. Und Zahnstocher habe ich gekauft. Ihr werdet auch noch sehen, was ich damit machen werde und warum ich die gekauft habe. Außerdem brauche ich auch ein paar davon jetzt gleich schon für die Schule. Dann habe ich noch für meine Tiere Leckerlis geholt. Aber Leute, mein Hund mag einfach diese Hundeleckerlis. Ich habe einmal für meinen Hund die, für meine Katze die hier geholt und für meinen Hund die hier. Aber der mag die einfach nicht. Machst du die jetzt? Oh mein Gott, der hat sie gerade genommen. Auf jeden Fall, anscheinend mag er sie jetzt doch. Aber vorhin draußen wollte der die einfach nicht nehmen. Naja, egal. Auf jeden Fall werdet ihr sehen, was ich noch mit diesen Sachen machen werde. Und ihr werdet auch noch sehen, wie ich die weiteren Sachen einkaufen werde. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Das werde ich jetzt alles nach oben verlagern. Und jetzt wird die Vorbereitungsliste geschrieben für Muttertag. Also was ich alles besorgen muss, was ich noch erledigen muss und so weiter. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also wir gehen jetzt einkaufen. Und wie ihr seht, Monique sitzt Wir haben jetzt schon die Monique eingekauft. Also ein Einkauf haben wir schon gemacht. Und zwar haben wir die schöne Monique eingekauft. Können wir nicht vorher die Möhre biegen? Ja, wir gehen die doch jetzt an. Ja. Nur eine Traube. So, zufrieden? Ja. Den da, sollen wir den nehmen? Ja. Den hier. Ist das denn der, den die Mama gerne mag? Ja. Sicher? Ja. Oder ist das der hier? Weil das ist ja ein anderer. Und ich glaube der Runde. Der Runde? Ja. Also nehmen wir den, ne? Und wollten wir jetzt hin noch Himbeeren? Sollen wir die noch mit in den Apfel machen? Ja, stimmt. Die können wir noch in den Apfel machen. Himbeeren nehmen wir also mit, ne? Adieu. Adieu. Monique, du rollst weiter. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht stoppen. Der Einkauf. Wir werden ihn gleich auch noch ordentlich zeigen und mit den anderen Sachen, die wir haben. Ich habe so ein Eis von Mögenpixings bei uns bekommen. Tada. Ja, voll geil. Also die Sachen sind jetzt hinten in meinem Rucksack und wir haben einfach eine Jacke und Regenschirme mitgenommen, weil es kurz bevor wir losgegangen sind noch geregnet hat und ja, jetzt scheint die Sonne und wir haben die Jacken ausgezogen, weil es, also ich zumindest, weil es zu warm ist. Ja, ganz toll, jetzt darf ich das hier mit mir rumschleppen. Ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt zu meinem Kevi. Ich bin gegen ein Fahrrad gelaufen. Nein. Hier würde sowas niemals passieren, oder? Nein! Du bist niemals gegen ein Fahrrad gelaufen, ne? Ja. Never. Nein, gar nicht. Die lügt, ich bin nicht gegen ein Fahrrad gelaufen. Vor allem hat sie Nein gesagt. Ja, das haben wir jetzt alles eingekauft fürs Frühstück morgen. Salat, Tomaten, Kiwi, Äpfel, Mozzarella, Gurke, Himbeere, Möhre, Zahnstocher, Eier und so ein Zitronenwasser. Ich räume die Sachen jetzt in den Kühlschrank. Ich musste einfach hier in diesen krass vollgepackten Kühlschrank noch die anderen Sachen reinräumen und das war echt kritisch. Ich habe die jetzt einfach irgendwo reingestopft. Also es geht jetzt los, wir gehen jetzt in die Küche und werden anfangen. Wir haben oben ganz schön alles ordentlich aufgeräumt und in den Zimmern und ja, let's go. So, und als erstes wird jetzt erstmal die Möhre geschält. Ich mache jetzt aus Tomaten Herzchen, also soweit es klappt, das wird dann so, ja. Ich schneide die einmal quer in der Mitte durch, drehe die um und stecke einen Zahnstocher durch und tada, ein Herzchen. Davon werde ich jetzt ein paar machen.
Wir haben jetzt noch diese Pilze hier gemacht. Also das halt Tomate Mozzarella, aber es sah aus wie Pilze. Und diese Herzchen und diese Möhrenherzchen hier. Ja, wir haben, und jetzt geht's weiter. So soll das dann aussehen. Machst du da drauf hin? Also Leute, wenn ihr das nachmachen wollt, müsst ihr einfach einen Apfel nehmen und dann einmal hier den relativ weit vorne den Deckel sozusagen quasi abschneiden. Dann müsst ihr von innen den Apfel aushöhlen. Und dann habt ihr quasi sozusagen diese beiden Teile. Und dann braucht ihr halt einfach irgendwelche Früchte. Wir haben jetzt Himbeeren genommen. Und könnt die einfach in den Apfel reinfüllen. Wie viel ihr reinmachen möchtet. Ja. Ihr könntet die auch quasi so ein bisschen überfüllen, dass es oben rausguckt. Müsst ihr aber auch nicht. Könnt ihr machen, wie ihr das halt selber möchtet. Dann, wenn ihr wollt, also ihr müsst das nicht machen, aber wenn ihr wollt, ne, könnt ihr... Oh shit. Diesen oberen Deckelteil nehmen. Dann könnt ihr hier einfach irgendein schönes Muster, wie ihr wollt, reinmachen. Und jetzt habe ich einfach einen Zahnstocher genommen, den in diesen oberen Apfel, das sieht voll aus wie so ein Lollipop, in den Deckel da reingestochen und mit der anderen Seite in den Apfel. Das Ganze sieht dann so aus. So, das nächste, was ich jetzt mache, ist was mit einer Kiwi. Ich habe das gerade schon einmal ausprobiert, deswegen liegen da schon Kiwi irgendwelche Teile rum. Das erste, was ihr machen müsst, ist eine Kiwi so im Zickzack in zwei Hälften zu schneiden. Das ist eigentlich einfach. Müsst ihr einfach nur so schneiden, bis das auf der anderen Seite rauskommt. Das zweite, was ihr jetzt macht, ist ganz vorsichtig nicht mit einem Messer die Schale hier am Rand nicht ganz abzuschneiden, nur dass das hier am Ende und unten hier noch so ein bisschen dran ist. Dann könnt ihr das so machen, also so runterknicken. Und das gleiche macht ihr jetzt mit jedem dieser Zickzacke, heißt das so? Also nehme ich mir jetzt noch eine kleine Himbeere oder eine große Himbeere und stecke sie so da drauf. Und fertig ist eure wunderschöne Kiwi-Blume. So, das Ei ist jetzt in der Pfanne und zwar wird das Ei in dem Brot eine Herzform. Das macht man, indem man einfach einen Toast nimmt und da mit dem Messer ein Herz reinschneidet und dann das in die Pfanne legt und das Ei da reinmacht. Ganz einfach, easy und sieht gut aus. Mal gucken, ob uns das auch so gut gelingt, wie es werden soll. Also im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Also es ist nicht ganz so geworden, wie wir es haben wollten. Es ist auf jeden Fall keine Herzform. Aber immerhin ist es in einem Brot. Zwar nicht in Herzform, aber ein Brot. Immerhin, ne? Ja. Das legen wir jetzt auf den Teller dazu. Diesmal nur mit einem Eigelb, weil es einfach alles zusammen viel zu... Was machen wir jetzt mit dem Eiweiß? Können wir noch ein Brot machen, noch ein Herzchenbrot. Und dann nur Weiß? Ja, wir versuchen uns einfach jetzt gleich ordentlich umzudrehen und so, dass es nicht abkackt. Okay, dreh es um. Eins, zwei, drei. So Leute, es ist vollendet. Wir haben hier einmal Tomaten-Mozzarella-Spieße, die aussehen wie Pilze. Hier Möhren in Herzform. Dann kommen wir rüber zu unserem Herzchen-Toast. Himbeeren, dann Rucola-Blätter, paar Tomaten, Mozzarella, Gurke und noch eine kleine Tomate. Hier Tomatenherzchen mit Rucola und Mozzarella zwischendrin.
Und dann einmal hier noch ein Toast mit einem Ei drin, Kiwi, wieder Himbeeren, Gurken, Möhren und dann unsere Äpfel mit Himbeeren drin. Und ja, wie gefällt es euch? Wenn es euch gut gefällt, hinterlasst mal einen Daumen nach oben. So Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Und ja, wir wollten euch einfach mal mitnehmen, was wir so für den Muttertag machen und so. Ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, tschüss. Ohne Momento. Abonnieren den besten Channel auf YouTube. Dann den Daumen nach oben schlagen, bis der blau ist. Und ein nettes Kommentar da lassen. Bitte, die freut sich dann.